Ich war 14 Jahre alt, als ich ein Buch in die Hände bekam. Das hieß Das Kreuz und die Messerhelden. Es handelte von einem Pastor, der in New York unter drogenabhängigen jungen Leuten gearbeitet hat und da also eine Arbeit begonnen hat, die mich sehr fasziniert hat. Okay, ohne Pistolen, keine Ballerei, nur Ketten, Messer und Baseballschläger. Ketten, Messer, Baseballschläger! Entschuldigen Sie. Kann ich mal was sagen? Weiß ich, ob du kannst. Kannst du? Naja, was ich sagen wollte ist, es gibt einen, der um euch sehr besorgt ist und der euch sehr liebt. Gibt es? Er liebt euch so, wie ihr hier seid. Sprich weiter von mir, Baby. Dieser eine weiß, dass ihr trinkt. Marihuana raucht. La cucaracha, Marihuana! Er weiß um alles, was ihr hier treibt. Um eure Sexorgien. Wir sagen uns, make love, not war. Hoi, jetzt hört hin, was er sagt. Er hatte auch große Erfolge, spektakuläre Erfolge und diese einzelnen Geschichten, die einzelnen Lebensgeschichten dieser Bandenmitglieder, die waren damals so Puerto Ricaner, Schwarze, Weiße, die haben sich da bekriegt und bekämpft und auch die Drogen sind dann da reingekommen. Und was der Mann gemacht hat, das hat mich tief erschüttert, also positiv. Das habe ich richtig gemerkt, wie mich das ergriffen hat. Ja, die Zeit verging. Ich begann eine Augenoptikerlehre. Ich sollte das Geschäft meines Vaters übernehmen in Hildesheim. Sollte dann auf die Meisterschule und dann das übernehmen. Ich bin aber immer noch inspiriert gewesen von dieser Begebenheit da in New York, von dieser Drogenhilfe und kam dann so in die Richtung, Mensch, ich als Christ möchte ich was für Menschen tun, möchte ich Menschen helfen. Und entschied mich dann Sozialarbeit zu studieren, hier in Braunschweig. Und in dem Zusammenhang zogen dann meine spätere Frau und ich hier nach Braunschweig. Ich ins Studentenwohnheim, sie im Kindergarten im Heidberg, hat sie auch ein Zimmer gehabt. Und wir lernten hier andere junge Christen kennen. Studenten aus verschiedenen Denominationen, evangelisch, katholisch, freikirchlich. Und wir fanden uns wieder in so einer Phase, Mensch, was kann man machen, was ist unser Weg? Wie können wir hier sinnvoll was tun? Ja, und das waren 6 Personen und wir hatten dann so den Gedanken, dass wir mit Gottes Hilfe und mit viel Idealismus und viel Visionen auch, wie die Zukunft, was man alles machen könnte, da etwas auf die Beine stellen. Und einmal kam ein Gedanke, Mensch, wir wollen eine christliche Disco aufmachen, wo wir auch Alternativen bieten, auch musikalisch und sonst was. Aber dann irgendwie, wir trafen uns einmal die Woche in einer Privatwohnung, kamen immer mehr schwierige oder Menschen in den Schwierigkeiten zu uns. Und da waren eben auch Drogenabhängige unter, Randsiedler, Leute, die nicht akzeptiert wurden, kaputte in Richtung fernöstliche Religion und in Verbindung mit Drogen. Also LSD war damals eine ganz, ganz große Sache. Am Ende quoll das Wohnzimmer dieser Frau, die da mit bei war, die eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, die Friedegard Bartel. Quoll über und ich fragte dann unseren Rektor an der Fachhochschule, Mensch, wir haben da so ein Treffen von Christen und da kommen auch immer so Bedürftige dazu. Können wir nicht so ein Hörsaal da für gebrauchen? Ja, können sie machen. Und dann haben wir uns da getroffen. Und dann entstand die Idee oder die Frage bei uns, Mensch, jetzt kommen die einmal die Woche, diese Leute von der Straße, ne? Diese Obdachlosen, die
Okkultisten, die Satanisten, die Ausgestoßenen, die keiner mehr haben will, die Hässlichen, die Kranken. Das war das richtig, das war eine richtige verrückte Truppe da. Und die schicken wir dann immer wieder nach Hause. Was hilft ihnen das? Sie haben drei Stunden eine gute Zeit und dann gehen sie dahin, wo sie hergekommen sind. Und da entstand der Gedanke nach einer für eine Lebensgemeinschaft. Und wir wollten zusammen leben mit diesen Leuten. Und dann haben wir inseriert in der Braunschweiger Zeitung, dass wir was suchen, was Größeres. Und da meldete sich ein Arzt aus Lüneburg, der hat eine ehemalige Schule, ein Teil einer Schule, der Kielhorn-Schule, anschließend Möbellager, zu vermieten. Und wir haben dann das angeguckt, das war riesig für unsere Verhältnisse. 6 große Klassenzimmer und im Keller auch nochmal 2 Zimmer. Das haben wir dann angemietet und wir hatten nichts. Wir hatten unseren Glauben, unser Vertrauen, unser Gottvertrauen und viel Elan, viel Lust dazu auch. Und natürlich als Christen betet man auch, man liest in der Bibel und man trägt seine Wünsche und Fragen, die trägt man Gott vor. So, und dann hatten wir kein Geld, die erste Miete war fällig und wir haben das auch so ganz naiv nach oben gefunkt. Herr, was ist los? Die ersten 1000 Mark, wir hatten ja nichts, wir waren Studenten. Die sind fällig und was tun? Ein paar Tage bevor dieser April dann da war, ging ich zum Briefkasten und da lag so ein dicker, fetter Briefumschlag drin mit einem Anonym, mit einem Bündel 50 Markscheine. 1000 Mark war die Miete und es waren 1050. Und dann eine Karte hier für eure gute Arbeit, Gottes Segen, viel Erfolg, ne? Macht weiter. Ne? Aber wir wussten nicht, wer das war. Dann haben wir die Miete bezahlt, waren natürlich total happy. Und von der 50, die da übrig waren, sind wir zu Guidos Pizzeria gegangen und haben da erstmal gefeiert. Ja, wir haben dann diese Treffen auch in unser Haus in die Kaffeetüte gelegt, dieses wöchentliche Treffen. Und das wurde also immer mehr. Und wir haben die Haustür auch nie abgeschlossen, wenn jemand nachts eine Matratze brauchte oder so, der konnte da rein, der sprach sich auch rum in Braunschweig. Und das war so eine ganz illustre Gesellschaft. Also morgens, wenn man guckte, dann sah man da Leute, die man abends noch nicht gesehen hat. Das kam also vor. Und dann hatten wir aber unsere Treffen, wir haben dann also gesungen und in der Bibel gelesen und Gott und die Welt diskutiert und dann haben wir so einen Korb rumgehen lassen und wer Geld übrig hatte, hat was reingelegt und wer was brauchte, hat sich was rausgenommen. Und das war so ein bisschen dieses Teilen, ne? Dieses urchristliche Teilen, das war unser Gedanke und da hatte ich auch nie den Eindruck, dass das irgendwie missbraucht wurde oder so. Ja, da war so ein kleines Blitzlicht noch, die Leute blieben dann auch ganz, wir entschieden uns für einige, dass sie in der Gemeinschaft bleiben konnten. Unser erster Gast, wie wir sie nannten, war ein Mann aus der Psychiatrie, der einen Suizidversuch gemacht hatte, ein Kollege von mir und ich, wir hatten da ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr. Und der wurde da eingeliefert, aber es war kein Bett frei und dann hieß es also entweder Königs Luther, das war damals noch das Landeskrankenhaus, oder wir müssen ihn wieder entlassen. Den haben wir da mitgenommen. Das war unser erster Gast sozusagen. Und dann entstand das immer mehr so, kriegt es Strukturen. Wir bastelten die erste Hausordnung, weil das also eine ziemlich wilde Sache war. Kühlschrank war chronisch leer. Unser Abwasch, das war eine Plastikwanne, da türmte sich das Geschirr, bis es unten knackte. Dann hat sich also einer erbarmt, da das abzuwaschen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ne? Lange Haare und diskutieren ohne Ende. Dann haben wir Besuch bekommen. Rio Reiser mit seiner
Tonsteine Scherbentruppen. Die haben eine Woche bei uns gelebt in unserer Lebensgemeinschaft. Und wer die noch kennt, das war die Berliner, von der Berliner Szene. Und da haben wir auch nächtelang diskutiert, das weiß ich noch, und über alles. Sie über Marxismus und wir über Gott. Aber war spannend. Wir haben dann auch noch eine ganz große Kiste mit Platten bekommen. Die haben wir dann noch verkauft für sie. LPs hieß das damals, das sind diese schwarzen Vinyl-Dinger, die man weit mit A und B-Seite, das ist heute gar nicht mehr so, nehme ich mal an, das ist gar nicht mehr so bekannt. Ja, dann ging das weiter, dann war ich mit meinem Studium fertig, ich war Sozialarbeiter und bin dann da geblieben. Wir haben dann einen Antrag gestellt auf Anerkennung staatlicherseits. Das war damals noch das Landessozialamt in Hildesheim. Da sind wir als soziale Einrichtung anerkannt worden, als Drogenhilfe. Dieser erste Vertrag mit dem Landessozialamt bedeutete auch einen Tagessatz. Wir konnten also abrechnen monatlich. Hat uns sehr geholfen, war auch mit konzeptionellen Voraussetzungen verbunden, fachlicherseits. Fachliches Personal, Zusammenarbeit mit Ärzten. Ja, das war so, da fing das an, so offiziell zu werden. Und wir haben, oder ich habe, wenn wir von mir sprechen, in den Jahren unglaublich viel erlebt. Ich bin dann ja mit meiner Frau dann da eingezogen. Wir haben in einem Zimmer gewohnt, ein Bad mit all den Junkies zusammen, mit all den Drogenabhängigen. Das war keine leichte Zeit, besonders nicht für Jutta. Und das Feierabend oder sowas gab es nicht, kannten wir nicht. Wir waren froh, wenn wir mal so ein bisschen was rauseisen konnten in der Woche oder am Wochenende. Notfälle, Rückfälle, Polizei, Wiederbelebung, LSD, ich hatte es vorhin schon genannt, war damals eine ganz fürchterliche Droge, die also ganz schräge Wirkungen und absonderliche Wirkungen hinterließ bei den Leuten. Ne? Das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr so das Thema. Aber da hatten wir ganz akute Situationen, wo wir dann einen Krankenwagen rufen mussten, immer wieder. Und manchmal kam statt des Krankenwagens kam die Polizei, weil die da irgendwie zusammen geschaltet sind. Ja, dann haben wir gemerkt, diese wöchentlichen Treffen im Haus, die nehmen dermaßen Überhand, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie eigene Räume finden, wo wir die Leute, die sich interessieren für christlichen Glauben, für Drogenfreiheit, für verschiedene Sachen, die Gemeinschaft haben wollen, die Einsamen. Wir brauchen sowas wie eine Teestube. Und das war dann auch über verschiedene Umwege, haben wir ein tollen Laden bekommen, schräg gegenüber, in der Kaffeetwete, so hieß die Straße, in der wir da waren, und fingen dann an, mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern da so ein offenes Haus, eine Teestube aufzumachen. Und das war auch sehr interessant, wer da alles kam. Wir hatten dann auch Mitarbeiter, die zum Beispiel Zivildienstleistenden, und dann haben so sämtliche Anerkennungen bekommen, auch staatlicherseits, die wir hatten, die wir brauchten. Und eine Episode fällt mir ein, wir hatten da einen Zivi, der hat die Teestube gerade verantwortlich dann gehabt, da in der Küche und mit dem ganzen Sachen. Da kam einer rein und hat ihm eine Pistole vor den Kopf gehalten und hat gesagt, Geld her, gib mir das Geld. Und da hat der gesagt, nee, mach ich nicht, das Geld gehört mir nicht, ne?
Das war ein ganz, sag ich mal, schüchterner, zurückhaltender Mann, ne? Der bei uns Zivildienst gemacht hat, ne? Und dieser Räuber da, der war so perplex, hat sich umgedreht und ist raus, ne? Ich habe auch Ähnliches erlebt. Ich bin übrigens in all den Jahren nicht einmal geschlagen worden oder irgendwie sowas. Also berührt worden, Gewalt, was Gewalt betrifft. Bedroht sind wir öfter mal. Ein Kollege von mir und ich sind schon nicht nur einmal vor irgendwelchen Rockern geflüchtet, die mit irgendwelchen Ketten hinter uns her waren oder mit einem Messer. Das sind alles. Aber wie gesagt, abgekriegt habe ich nie was. Und dafür bin ich übrigens auch sehr dankbar. Hinter der Teestube waren noch Räume, größere Räume, ehemalige Gewerberäume. Da haben wir dann innerhalb der Arbeitstherapie eine Offset-Druckerei aufgebaut und haben da also auch als Zweckbetrieb gearbeitet für Kirchen, Zeitschriften und auch andere Broschüren. Und dazu kam dann noch eine Siebdruckerei. Das ist eine ganz kreative, spannende Sache. Macht auch Spaß. Da haben wir dann auch Plakate gedruckt für den Braunschweiger Kirchentag. Weiß ich, das Motto hieß noch zum Glauben ermutigen. Das war so ein Baum mit einem kleinen grünen Zweiglein. Ja, da haben wir dann unsere Therapieteilnehmer auch beschäftigen können. Also neben den üblichen Sachen, Hausputz, sauber machen, renovieren, aber auch eben Druckerei, die Teestube auch mitbetreuen. Ja, so ging das weiter. Und dann haben wir aber gemerkt, die City-Lage in der Kaffeetwete hat auch Nachteile, besonders am Wochenende und im Sommer. Wenn dann die jungen Leute da in die Diskos und in die Kneipen gegangen sind abends, dann standen unsere Leute manchmal am Fenster und haben also geguckt, traurig geguckt und haben wohl gedacht, sie versäumen etwas. Da gab es auch immer wieder auch Rückfälle und wir sagten uns dann, irgendwie müssen wir raus aufs Land. Das war damals so die Bewegung, als viele oder relativ viele Drogeneinrichtungen ganz weit rausgingen, möglichst weg von der Szene, möglichst weit weg von allem, was die Menschen gefährden kann. Und so haben wir dann gesucht und fanden dann in der Nähe von Königslutter in einem Dorf, das heißt Glentorf, einen Bauernhof, einen alten Bauernhof. Den haben wir dann erstmal gemietet, als Mietkauf haben wir das organisiert. Und nach 10 Jahren war das, glaube ich, haben wir den dann noch abgelöst und gekauft. Und dann haben wir auch renoviert und gebaut. Da haben wir dann unsere Therapie gemacht, unser stationäres Therapie angeboten. Unsere stationäre Therapie angeboten und das war eine ganz, ganz erfolgreiche Sache. Das Programm wurde also immer fachlicher, immer suchtspezifischer auch, nicht? Wir hatten auch dann mehr und mehr Fachpersonal, Psychologen, Arzt, eine Ärztin, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten und so weiter und so fort. Alles, was so gebraucht wird, um fachlich mit den Leuten arbeiten zu können. Damals waren die Therapiezeiten noch länger. Es ging so um 18 Monate rum. Und heute ist das alles deutlich kürzer. Dann haben wir ein wunderschönes Grundstück angeboten bekommen in Lehre. Das war außerhalb des Ortes, in der Eitelbrotstraße 53. Großes Gelände mit viel Wasser und Gebäuden, das konnten wir dann erwerben, haben dann auch Mittel bekommen vom Land Niedersachsen, von anderen Förderern und konnten das also kaufen und dann auch ausbauen. Da haben wir dann für die Männer Therapie angeboten, für die drogenabhängigen Männer und in Glentorf, also sprich Königslutter, ist dann so eine Familientherapie aufgebaut worden. Alleinerziehende, drogenabhängige Mütter, drogenabhängige Paare mit Kindern, alleinerziehende Väter mit Kindern. Da haben wir dann auch einen eigenen Kindergarten aufgebaut, ein riesiges, großes Spielgelände.
Wir haben noch mehr Fachpersonal dann eingestellt, eine Erzieherin für den Kindergarten. Und das war eine ganz beeindruckende Sache, die da entstanden ist. Denn man muss bedenken, eine drogenabhängige Frau, in diesem Falle meistens heroinabhängig, mit Kind, die sich in stationäre Therapie begibt und ihr Kind in eine Pflegefamilie dann vorübergehend hineingibt, hat die große Sorge, dass ihr das dann nicht mehr zurückgegeben wird, das Kind. Nicht? Weil dann das Jugendamt unter Umständen sagt, zum Wohl des Kindes ist es besser, es bleibt in dieser Familie, in die es verbracht wurde. Oder es kommt zum Rückfall. Und ja, das war die Angst der Mütter damals. Ich verliere mein Kind. Und das war ganz oft der Grund, warum diese Frauen nicht in die Therapie gegangen sind. Sie haben sich so durchgekämpft und durchgebissen, was aber auch nicht sinnvoll war, weil sie ohne Hilfe von außen nicht frei wurden von Drogen, frei werden konnten. Ja, das war gut. Wir wurden auch damals sehr gefördert von dem zuständigen Leistungsträger. Das war die Deutsche Rentenversicherung, damals noch LVA Braunschweig. Da hatten wir das Gefühl, die stehen hinter uns, die fördern uns. Lehre war die Therapie für Männer, ist sie heute noch. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist die Arbeitstherapie. Wir können mit Männern nicht nur kunsthandwerklich arbeiten, nicht nur über die verbale Schiene die Dinge bearbeiten, sondern wir müssen handfeste Sachen tun, entwerfen, umsetzen. Das war so unsere Meinung. Und weil wir unsere Therapiegebäude zentral mit Holz beheizen und auch das Brauchwasser, das warme Wasser auch mit Holzheizungen hergestellt haben, muss es natürlich in den Wald gehen mit Trecker und Anhänger und Kettensägen. Natürlich gut geschützt, fachgerecht. Und dann ging es los. Dann wurden diese großen Buchenstämme, die wurden dann klein gesägt, gespalten mit einem Riesenspalter. Und das war dann eine ganz große Herausforderung für die Leute. Die haben Sachen geschleppt und getragen, die haben sie vorher noch nicht gekannt. Also das war schon so, dass man dann abends ziemlich müde in die Betten fiel nach so einem Arbeitstag. Aber man konnte den Lohn der Arbeit spüren. Die Bude war warm, das Wasser war warm. Und wenn das nicht richtig gehandhabt wurde, wenn da Leute sich gedrückt haben, dann war die Bude kalt und das Wasser war auch kalt und dann gab es Ärger. Ne? Dann gab es eine Gruppe. Und warum ist das so? Nicht? Da war Ursache und Wirkung waren da ziemlich dicht beieinander und das war auch unsere Absicht, dass man verantwortlich für das Ganze auch sich engagiert. Wir haben dann gemerkt, dass wir auch eine Übergangssituation schaffen müssen, in der die Leute nach der stationären Therapie eigenverantwortlich auch leben können. Also mit eigenem Budget, eigenem Haushalt, aber noch in Gemeinschaft und auch dann ambulant betreut. Und da haben wir dann das Haus erworben, im Windmühlenweg und haben da diese Nachsorgeeinrichtung aufgebaut. Das ist eine ziemlich gelungene Sache. Von da aus gehen die Leute im Praktikum oder sogar in die Arbeit. Das ist Voraussetzung für die Aufnahme in dieses Übergangshaus, dass sie da nicht den ganzen Tag rumsitzen, sondern sie müssen morgens aus dem Haus und nach Feierabend wieder zurück. Und da haben auch ganz, ganz viele wieder Arbeit gefunden, was auch eins unserer Therapieziele ist. Drogenfreiheit und Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Das ist so unser Auftrag und dafür treten wir auch an. In dem Übergangshaus findet auch einmal die Woche eine ehemalige Gruppe statt. Jeden Dienstag treffen sich da Ehemalige zu einer Gruppe zum Austausch. Das kann man sich so vorstellen wie bei den anonymen Alkoholikern oder vergleichbaren Gruppen, dass einfach berichtet wird, wie geht's mir, geht's mir gut, habe ich einen Rückfall gebaut, wie gehe ich damit um.
komme ich weiter. Da wird dann ermutigt, da wird auch mal ermahnt und geholfen. Nicht? Das ist also auch Nachsorge. Ja, dann passierte Folgendes. Die Sozialgesetzgebung änderte sich in Deutschland. Die Landesversicherungsanstalten, die fusionierten mit der Bundesversicherungsanstalt zu einer großen Organisation, DRV, Deutsche Rentenversicherung. Und das war bei uns Braunschweig und Hannover. Und die hatten andere Vorstellungen von Drogentherapie, als wir das vorher kannten. Da ging es viel mehr in das Medizinische rein, da ging es in Standards rein, also wie man sich so eine Suchtklinik vorstellt. Wir kamen mehr so von der therapeutischen Gemeinschaft mit all den Lockerheiten und Freiheiten. Und da haben wir dann schon gemerkt, das wird schwierig. Und es ist auch schwierig geworden. Beide Seiten sind aber aufeinander zugegangen. Es war ein langer Prozess. Wir haben dann neu bauen müssen auf dem Grundstück in Lehre. Ein großes Haus. Nur mal so als Stichwort. Einzelzimmer, 18 Quadratmeter mit Nasszelle, Speiseraum, Empfangsbereich, Lehrküche, Hygienestandards, die wir so vorher auch nicht kannten. Also Krankenhausstandard. Wir müssen nur mal eine kleine Anekdote. Das angelieferte Essen wird jedes Mal, wird die Temperatur gemessen, muss eine gewisse Temperatur haben. Das muss protokolliert werden. Wir mussten uns zertifizieren lassen. Das ist auch eine lange Geschichte gewesen, eine sehr anstrengende. Ganz viel Geld wurde in die Hand genommen, das wir im Grunde genommen nicht hatten. Das ist für uns auch so ein Stück Führung Gottes, wenn ich das mal so sagen darf. Uns ist irgendwo immer doch geholfen worden. Manchmal von einer Seite, von der wir gar nicht mehr gerechnet haben. Und so fühlen wir uns auch als Christen getragen und geborgen. Aber das Ganze ist auch mit ganz viel Ängsten und Sorgen verbunden. Was wird morgen sein? Was wird nächste Woche sein? Weil die Belegungssituation in stationären Drogeneinrichtungen, die werden immer schwieriger. Was ich so höre, gibt es kaum vergleichbare Einrichtungen, die immer voll belegt sind. Ne? Wir kommen da zu dem Thema Substitution, wird ja heiß diskutiert auch. Ist ein Thema, das es auch wert ist, genau hinzuschauen. Substitution bedeutet zum Beispiel, man ist im Methadonprogramm, muss jeden Tag irgendwo hin zu einer Abgabestelle, den Becher trinken, wieder zurück. Und das ist für manche richtig zeitaufwendig. Für andere ist es die Hilfe, weil die tatsächlich auch zum Arbeiten kommen. Andere wiederum haben einen sogenannten Beikonsum und das ist dann eine ganz problematische Angelegenheit. Entweder Alkohol oder auch andere Drogen. Meistens Alkohol, weil es wird auch getestet, dann Urintest gemacht. Wir machen das auch nach den Wochenenden am Montagmorgen. Dann wird der Urin getestet, auch zwischendurch mal spontan. Wir mussten eigene, ich sag mal, Labor auch einrichten für die ganzen Urinkontrollen. Das ist für beide Seiten nicht angenehm, weil vorgeschrieben ist, ich will das nicht näher erörtern, aber mit Sichtkontakt. Man kann sich schon vorstellen, was das bedeutet, weil da auch betrogen wird. Da wird geschummelt, ist ja logisch, und da wird versucht zu täuschen, wie bei den Spitzensportlern auch. Kommt das auch da bei uns vor. Ja, dann haben wir ein Alkohol-Atemtestgerät. Atemluftkontrolle heißt ist das, und da müssen die Leute pusten. Wir kennen das von der Polizei. Die sind übrigens auch von der Polizei, die Geräte, die wir haben. Das sind geeichte, aber ausgesonderte Geräte. Und da müssen wir auch schon mal gucken, weil im Ort ist Alkohol zu bekommen. Da gibt es verschiedene Geschäfte und die Tankstelle. Und das ist also immer so eine Versuchung. Wir sind eine Abstinenztherapie. Akzeptieren keinerlei Rauschdrogen, ne, während der Verweildauer, während des Aufenthalts. Eine andere Geschichte ist, dass wir zweimal im Jahr eine Gruppenfahrt anbieten. Das ist auch immer was Besonderes. Wir fahren nach Schweden.
10 Tage und da ist in allermeisten Fällen ist das eine ganz wunderbare und ereignisreiche Geschichte. So ein Junkie aus einer Großstadt, der weiß das gar nicht, was Natur bedeutet. Der weiß gar nicht, was eine Kanutour für Freude machen kann. Was Angeln und riesige Wälder zu entdecken und Elche zu beobachten, was das alles auslösen kann in einem. Oder am Meer ein Picknick zu machen, zu grillen. Da haben wir also schon sehr, sehr ganz erfreuliche Reaktionen erfahren. Ne? Unser Thema ist auch durch einen Mitarbeiter, einen Psychologen, über Rausch, also Rausch zu thematisieren ohne Drogen. Man kann sich im Leben auch berauschen an Dingen, die einen nicht schaden oder umbringen. Ne? Das sind ganz verschiedene Sachen, von Beziehungen, von Natur, von Kunst, all das. Und das wird auch immer wieder thematisiert bei uns und ist auch ein kleines Angebot. Mensch, du musst nicht Substanzen schlucken, nur um dich gut zu fühlen. Guck doch mal, was noch möglich ist, um Glücksgefühle zu bekommen und Glück zu erfahren. Bei unserer letzten Schwedengruppenfahrt ist eine seltsame Sache vorgekommen. Wir haben ein richtiges Abenteuer erlebt. 6 von unserer Gruppe wurden verhaftet von der schwedischen Polizei. Jeder in der Einzelzelle, jeder mit dem eigenen Polizeiauto. Großeinsatz und unser Hausleiter aus Glentorf wurde beschuldigt, der Führer einer Bande zu sein, die plane, ein Juwelier- und Uhrengeschäft überfallen zu wollen. Was natürlich nicht stimmt. Was stimmt, ist, unsere Leute sehen manchmal recht wild und unorthodox aus. Und wenn die durch die Stadt gehen und in irgendwelche Geschäfte reingucken und offensichtlich schwedische Zivilpolizei das Ganze gefilmt hat und fotografiert hat, da kommen schon komische Gedanken auch seitens der Polizei auf. Also, der Wagen wurde gestoppt, alle 6, jeder einzeln, ich sagte schon, in Peterwagen und dann ab. Das Ganze stellte sich natürlich als Flop heraus. Meiner Ansicht nach hat sich die schwedische Polizei bis auf die Knochen blamiert, denn die haben richtig drastisch schon unterstellt und beschuldigt, ne? Und auch schon psychischen Druck ausgeübt. Aber es war heiße Luft, nichts. Das Einzige, was passiert war, dass 2 Leute überfällig waren und ich Leute losgeschickt habe von unserer Gruppe, sie zu suchen. Und bei dieser Suche haben sie sich offensichtlich auffällig benommen. So, das zu Schweden. Aber wir haben natürlich auch Kanutouren, wir haben da viel erlebt, nass geworden, umgekippt, gebadet, gegrillt am Meer, viel gelacht, viel Musik gemacht, gespielt, was viele schon verlernt haben zu spielen, ist auch wieder entdeckt worden. Höhepunkte waren auch unsere Segeltouren, unsere Hochseesegeltouren unter meiner Leitung. Ich bin 2-mal mit der Familientherapie, also mit den Frauen, nach Schweden bzw. Dänemark gesegelt und mit den Männern nach Schweden und nach Norwegen. Und das war im Oktober, die Norwegenfahrt, und da sind wir natürlich auch, mussten wir durch den Skagerrak. Und da sind ja bekanntlicherweise große Wellen und viel Wind. Und entsprechend war das dann auch. Das war also richtig spannend, aufregend. Und auf all den 4 Segeltouren, bei den Männern hatte ich einmal 120 Jahre Gefängnis mit an Bord. Auf all den Segeltouren fiel nach meiner Erinnerung nicht ein böses Wort, nicht ein Streit, nichts. Die Leute waren verzaubert vom Meer, vom Wetter, auch von der Gemeinschaft, von dem, was sie da erleben. Und das ist eben auch, was möglich ist. Man kann Glücksgefühle entwickeln, man kann sich berauschen an Gottes Natur, an Gemeinschaft, an Freundschaft, an Abenteuer. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, dass Drogentherapie und Polizei vor Ort irgendwie nicht kompatibel sind, haben wir andere Erfahrungen gemacht.
mit der Polizei Wolfsburg und der Außenstation Lehre. War immer ein gedeihliches Zusammensein. Wir haben immer gute Lösungen gefunden, wenn zum Beispiel jemand in Therapie war und ein Haftbefehl herauskam, konnte man immer noch versuchen, das zu ändern und die Therapie zu Ende zu führen, zu Ende zu bringen, um dann anschließend auch juristische Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Therapie statt Strafe nennt man sowas. Ja, da gibt es auch ganz viel gegenseitigen Respekt, so wie wir das erfahren und erlebt haben. Ja, so kann das auch sein. In Wolfsburg, in der Poststraße, da haben wir auch einen Laden. Das ist eine Anlaufstelle, ein niederschwelliges Angebot, wie man das so nennt. Relativ groß und das ist in dem Parkhaus, wer sich da auskennt. Vorne ist die Betriebskrankenkasse von VW, soweit ich weiß. Und da kommen pro Tag ungefähr 70 Leute hin von der Straße. Meistens Drogenabhängige oder Alkoholkranke, aber auch Leute, die irgendwo einsam sind und die Hartz-IV-Empfänger sind, die mit ihrer Zeit vielleicht nichts anfangen können, die einfach in Kontakt kommen wollen mit Menschen. Da gibt es dann ein Frühstück und Gespräche, da gibt es eine Waschmaschine, da gibt es einen Wäschetrockner, da gibt es eine Dusche, da gibt es eine Kleiderkammer und auch Andachten, also kurze Bibelbetrachtungen und ermutigende Worte. Also eine Sache, die sehr angenehm ist. Und da werden wir auch sehr unterstützt von der Stadt Wolfsburg, also finanziell vor allen Dingen. Und da sind wir auch sehr dankbar für. Und da sollen dann die Betroffenen ermutigt werden, auszusteigen. Ne? Das ist also auch ein Ziel. Mensch, willst du wirklich so weiterleben? Soll das alles gewesen sein? Ne? Und dann versuchen wir sie mehr oder weniger erfolgreich auch unterzubringen in stationäre Einrichtungen. Und der eine oder andere ist auch aus Wolfsburg dann über diesen Laden ausgestiegen. Natürlich auch über die Drops, aber eben auch über diesen Laden. Das soll so eine kleine Insel sein, so eine kleine Arche, wo man sich hinflüchten kann, nicht, wenn man auch nicht mehr weiter weiß. Aber auch für längere Zeit. Nicht. Ich sehe da Leute, die da schon ganz lange hinkommen und die sitzen da und helfen auch mit, machen sauber, frühstücken, haben Freundschaften geknüpft, können auch mit ihren Kindern kommen. Da ist so eine Kinderecke, eine Spielecke. Ja, das ist eine ganz tolle Sache auch für Wolfsburg, ne? Dieser Laden da in der Poststraße. Kann man ruhig mal vorbeigehen, auch mal reingucken, da passiert nichts. Das ist eine ganz friedliche und schöne Angelegenheit. Die Arbeit in der Kaffeetwirte begann mit dem Einzug von zwei Männern, Studenten, mein Kommilitone und ich, am 4. Januar 1971. Das war der Startschuss. Alles kalt, Koksöfen, leere Räume. Dann fing es an, dass wir da erstmal gebaut und gebastelt und renoviert und sanitäre Sachen und. Am 1. Mai des gleichen Jahres, desselben Jahres, haben meine Frau und ich geheiratet, Jutta und ich. Und wir lebten da in dieser Drogengemeinschaft in einem Zimmer mit einem Gemeinschaftsbad 4,5 Jahre. Als Therapiegemeinschaft. Und als Jutta schwanger wurde, war das für uns der Startschuss. Wir suchen uns eine andere Wohnung, ein anderes Zuhause und ziehen dort aus. Und ich fahre dann immer zur Arbeit dorthin. Ja, wenn ich mich erinnere an die Zeit damals, ist mir gar nicht so wohl zumute, weil das ganz schön schwer war für mich. Ich war 20, total verliebt in den Lothar. Und der hatte so Pläne mit WG, Drogenabhängige. Ich wollte eigentlich romantische Abende verbringen. Dann habe ich aber irgendwie gemerkt, das Ganze ist gut für mich und für uns. Und das ist so der Weg, unser Weg. Und habe dann innerlich dazu auch ein Ja gefunden. Was nicht heißen soll, dass ich nicht zwischendurch immer wieder gedacht habe, wann hat das hier ein Ende? Also wie gesagt, ich war 20.
frisch verheiratet dann, habe als Erzieherin im Kindergarten gearbeitet, zwei Gruppen geleitet, habe abends mit der Straßenbahn auf dem Rückweg dann noch eingekauft mit zwei Tüten, bewaffnet dann das Abendbrot gemacht für die Leute, die Meute, muss man fast sagen. Und dann haben die abends diskutiert, war ja so diese Hippie-Zeit, wo man Wahrheit suchte und immer philosophisch unterwegs war. Fand ich auch alles toll, aber ich war einfach müde, weil ich morgens um 7 raus musste und den ganzen Tag wieder arbeiten und das mit 20. Ich habe im ersten Ehejahr und dem ersten Kaffeetretenjahr 10 Kilo abgenommen. Mir hat es irgendwie den Appetit verschlagen. Ich war einfach, ja, bin ganz verwöhnt aufgewachsen, ganz behütet und dann auf einmal so was Krasses. War aber gut für mich. War eine Art Lebensschule. Ja, und dann habe ich noch studiert, weil das war weniger anstrengend. Ich Sozialpädagogik studiert, habe dann mehr Zeit gehabt, habe mich auch ganz gut auf die Arbeit eingelassen, fand den Kontakt zu den Drogenleuten auch toll und spannend und habe viel erlebt, was vielleicht andere Leute so niemals erleben. War einfach ja, interessant, diese Lebenswege zu sehen. Und ja, trotzdem habe ich so nach 3,5 Jahren irgendwie, weil man ja auch kein Privatleben wirklich hatte, wir hatten keine eigene Küche, kein eigenes Bad. Allein morgens der Gang, der erste Gang auf Toilette, wo einem schon eine Wolke entgegenkam, die war nicht so hübsch. Ja, musste man alles teilen mit den Männern. Ich war die einzige Frau. Habe ich so nach 3,5 Jahren gedacht, jetzt ist aber mal Schluss hier. Hab dann Anzeigen gelesen in der Braunschweiger Zeitung, habe eine Mietwohnung gefunden in der Gliesmaroder Straße, habe mir die angeguckt, dachte, nichts wie weg, jetzt wollen wir da mal raus. Dann habe ich das Lothar gesagt, der war gar nicht begeistert. Weil die Mietwohnung war im dritten Stock, die LKWs rasten auf der Straße vorbei und es war schlechte Luft. Aber er hat dann irgendwie, glaube ich, gemerkt, dass ich nicht so auf Dauer damit leben kann. Wir waren dann 4 Jahre verheiratet, als ich schwanger war. Und dann haben wir irgendwie gewusst, das Kind soll nicht dort geboren sein. Also die Kinder wollen wir alleine in einer ganz normalen, kleinen Familiengemeinschaft aufwachsen lassen. Und dann kam das Tolle, wo ich sehe, dass ja, Gott sich nicht schenken lässt, so würde ich das sagen. Dann sind wir über Land gefahren abends und haben uns umgeguckt, wo gibt es alte Häuser. Mit dem Wiederherrichten von Menschenleben oder mit dem Wiedergutmachen, wenn was kaputt war, kannten wir uns ja nur schon ganz schön gut aus. Und haben dann gedacht, ein altes Haus zu finden, was wir für wenig Geld kaufen können, wo wir eine Heimat aufbauen können für unsere Kinder, das wäre toll. Dann haben wir ein wunderschönes altes Haus gefunden, was abgerissen werden sollte. Und sind dann nach 4,5 Jahren gemeinsamen Wohnens in der Wohngemeinschaft dahingezogen. Das war noch eine reine Baustelle. Aber wir waren für uns, und ich weiß noch den Tag, als ich zum ersten Mal in meinem eigenen Backofen einen Kuchen backen konnte. Das war wie ein Fest für mich. Und dann eine eigene Küche zu haben, eine eigene Toilette, wo niemand vor der Tür steht und klopft und wo man einfach wirklich auch mit dem Mann mal allein sein kann, das war sehr schön. Ja, diese 4,5 Jahre, denke ich, waren trotzdem für mein Leben gesehen eine wichtige Charakterschulung oder auch eine spannende Zeit. Und dann kamen eben die Kinder und das Leben ging weiter. Dann haben wir ein altes, verfallenes Bauernhaus gefunden, hier in Schwölpa, Rote Mühle. Und das haben wir dann gekauft, recht günstig, aber es war im Grunde genommen eine Ruine, die ich dann mit ganz viel Hilfe von anderen und mit Juttas Engagement dann aufgebaut und renoviert habe. Wenn ich zurückblicke auf all die Jahre, das sind mittlerweile 43 Jahre, dann muss ich sagen, erstens, es war nie langweilig, zweitens, es war manchmal zu spannend und drittens waren wir ganz häufig an dem Punkt, dass wir gesagt haben, also es geht nicht mehr weiter, wir können nicht mehr. Suchtkranke haben an sich, dass sie die Menschen, mit denen sie umgehen, irgendwie aussaugen auch, ne? Das ist, es ist Bild der Krankheit, dass sie dieses Maß nicht kennen, die Distanz, und sie benutzen dich und brauchen dich
Und wenn man sich da nicht abgrenzt und auch fachlich da nicht dran geht, dann ist man irgendwann ausgebrannt. Und die Situation kennen wir auch, dass wir gesagt haben, jetzt als Christen auch, Gott, wenn du uns jetzt nicht hilfst, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, was uns stärkt, was uns ermutigt, dann schmeißen wir die ganzen Brocken hin. Und das war nach den ersten beiden Jahren, da war das die Situation. Und da haben wir dann auch ganz konkret Hilfe erfahren. Da kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen, das ist einfach zu persönlich. Aber wir sind dermaßen ermutigt worden, dass wir gemerkt haben, Mensch, wir haben die Aufgabe, wir wollen sie weiterführen, wir wollen vorwärts schauen, wir wollen uns nicht entmutigen lassen. Und ja, eine ganz große Zäsur für mich und meine Familie war, dass wir hier aufs Land gezogen sind. Es war so eine Distanz da zu dem Alltäglichen mit den Suchtkranken, mit den Drogenabhängigen. Und unsere Tochter wurde geboren, Christina. Wir haben insgesamt 3 Kinder, 2 Töchter und einen Sohn. Und dann haben wir unser Familienleben hier gelebt, hier auf dem Dorf, im Grünen, im Garten, im Haus. Haben viel Spaß gehabt, aber auch viel Arbeit. Ich weiß, wie Lehmstaub schmeckt. Ich kenne hier jeden Nagel. Das ist mir alles nicht fremd. Ich kenne auch tiefste Verzagtheit, wenn mal wieder irgendwas größer wurde an Reparatur, als ich mir das vorgestellt habe. Ich kenne Geldmangel. Aber was soll's? Die Sache war entschieden und die haben wir durchgezogen und wir sind glücklich und wohnen hier, haben ein Zuhause und hier sind unsere Kinder groß geworden, unsere Hühner, unsere Enten, unsere Gänse, unsere Hunde, unsere Katzen. Alles wohlauf. Schafe hatten wir auch. Ja, das ist diese persönliche Seite. Ja, ich war dann lange Zeit zu Hause, Familienfrau, 3 Kinder, jedes Jahr 1. Und dann habe ich mich um die gekümmert. Lothar war immer in der Kaffeetvete. Ich habe aus dem Hintergrund viel mitbekommen, aber war nicht mehr so aktiv. Dann hat sich die Arbeit auch ausgeweitet. Die sind ja aufs Land gezogen. Und das war dann schön für mich zu sehen, dass auch Frauen in die Therapie gekommen sind. Und habe dann 1991, da war ich 40 und die Kinder waren alle schon durch die Pubertät fast durch. Naja, sodass ich dachte, ich könnte wieder was tun. Und habe dann angefangen, in der Nachsorgearbeit da zu sein, halbtags Frauen zu begleiten, in der Kindererziehung zu helfen, Ämtergänge zu machen. Und dann wurde ich gefragt, könntest du auch Therapeutin sein? Da habe ich gedacht, das kann ich nicht. Hat mich aber doch sehr gelockt. Und dann habe ich angefangen, mit Frauen Gespräche zu führen und habe gemerkt, ich kann ganz gut zuhören. Und das tut denen richtig gut. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, dass ich immer mehr Einzelgespräche gemacht habe, Therapien. Ich habe dann eine Weiterbildung gemacht, tiefenpsychologische Tanztherapie. Habe das auch in der Gruppe dort einbringen können. Das hat total viel Spaß gemacht, also mit den Frauen im Tanz auch heil zu werden und sich auszudrücken und Gefühle zu leben und ja auch Wut und sowas eben, ja, dem eine Form zu geben. Wir haben gemalt, wir haben therapeutisch ganz tolle Sachen gemacht miteinander. Eine Intensivstation haben wir dazu gesagt, in einem Seminarhaus 2 Tage, wo ganz viel innere Heilung passiert ist. Das war eine sehr schöne Zeit. Ich habe 12 Jahre dort dann noch gearbeitet, halbtags. Dann habe ich aber gemerkt, das soll nicht mein Leben alleine sein. Nicht nur mit Suchtkranken, das ist Lothars Auftrag. Wir haben das auch zusammen gewuppt, obwohl er mein Chef war. Und ich war eine rebellische Mitarbeiterin. Das war nicht immer ganz einfach für ihn. Für mich auch nicht. Ja, aber es hat unsere Ehe auch überstanden. Also wir haben das ganz gut hingekriegt. Dann habe ich aber gemerkt, ich möchte da raus. Und als ich so 50 wurde, habe ich überlegt, was könnte ich noch machen? Und habe dann einfach gemerkt, dass dieses Therapeutische mir sehr liegt. Und habe ich dann nochmal selbstständig gemacht mit 52. Habe noch verschiedene Weiterbildungen, Coaching und Supervision und sowas gemacht und bin jetzt freiberuflich tätig, aber habe immer ein Herz für die Menschen, die so verletzt sind in ihrer Seele. Das habe ich da in der Kaffeetvete gelernt. Das sind alles Menschen, die ganz kostbare Seelen haben und die sind mir wirklich lieb. Verantwortung steigt natürlich auch. Der Haushalt, der Etat wuchs. Wir kamen in den Anfangsjahren mit
vergleichsweise ganz, ganz wenig aus. Heutzutage ist das ganz anders. 70% der Kosten sind Personalkosten. Ich möchte jetzt hier keine Zahlen nennen, aber es ist schon manchmal sehr spannend und auch manchmal sehr bedrückend, da zu sitzen und sich Sorgen zu machen, ob alle Rechnungen, ob alle die Krankenkassen, die Lohnsteuer und die Gehälter auch bezahlt werden können. Aber Gott sei Dank, sage ich ganz bewusst, das war bisher immer der Fall. Wir haben uns sehr kreativ und fantasievoll da auch immer arrangiert. Wir haben so treue Mitarbeiter, so engagierte Mitarbeiter. Das ist also richtig toll und mein Respekt und mein Dank geht natürlich auch in die Richtung dieser vielen, vielen tapferen Männer und Frauen. Ich möchte noch eingehen auf die Phase, als Ende der 70er, Anfang der 80er ein Virus sich breit machte, der HIV-Virus, HIV, AIDS, das ganze Thema ist bei uns eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben Menschen verloren, wunderbare Menschen, die sehr schnell auch dann gestorben sind. Damals war das alles noch neu, man kannte sich nicht aus, man hatte Berührungsängste. Es gab ganz schlimme Situationen auch in unserer Gesellschaft, dass Eltern ihre Kinder vom Kindergarten abgemeldet haben, weil da ein Vater war zu Hause, auch eines Kindes, der HIV-infiziert war. Und Ausgrenzung ohne Ende. Die Leichnamen wurden in Plastikfolie eingewickelt. Es war schrecklich. Die ganze Hatz auf Homosexuelle ging damals noch mehr los. Die waren an allem schuld. Ja, und wir hatten diese Leute natürlich. Ne? Wir kümmerten uns und sie starben auch bei uns. Ne? Und wir haben sie begleitet und wir waren fix und fertig. Das hat uns dermaßen gerissen, dieses schnelle Dahinsterben. Aber die Medizin hat Fortschritte gemacht. Heutzutage ist das eine ganz andere Situation. Wir haben viel mehr Hoffnung, wir haben viel mehr Zeit gewonnen. Wir haben Jahre oder Jahrzehnte sogar gewinnen können. Und das ist, finde ich, großartig, dass unsere Gesellschaft das gewuppt hat oder die Gesellschaft schlechthin, dass man da nicht ausgrenzt und sagt, ja, bist ja selber schuld, bist drogenabhängig, bist schwul. Ne? Nein, es geht um Respekt, es geht um Achtung vor dem Leben, vor jedem Leben. Und es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Das ist jetzt meine Aussage, auch was Gott betrifft. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle und wir haben Donnerwetter nochmal als Christen, das auch ernst zu nehmen, ne, und auch durchzuziehen. Ne? Und das versuchen wir auch. Und das, und wenn dann eine Mutter die Therapie abgebrochen hat und das Kind am Zaun steht und sagt, Mama, geh nicht weg, das sind dann schon so auch so Erfahrungen, ne, die einem dann auch sehr schwer zu schaffen machen. Im April werde ich 65. Das bedeutet in Deutschland, man kann aufhören. Ich werde also im Juli, Ende Juli, Rentner sein und habe natürlich den Laden, die Kaffeetwete, die Einrichtung übergeben an meine Nachfolger. Das ist ein gutes Team, da habe ich überhaupt keine Sorgen. Da wird manches anders laufen, andere Akzente gesetzt werden, aber auch von außen werden die Anforderungen sich auch wieder verändern. Es ist alles in Bewegung, wir müssen flexibel bleiben, gucken, was die Zeit uns zeigt, was unsere Aufgaben sind. Wir haben natürlich auch als Team uns vorbereitet, wir haben Supervisionen gehabt, wir haben Coaching gehabt, wir sind dem Thema nicht ausgewichen und die Nachfolge ist geklärt, sowohl für Glentorf und als auch für Lehre. Und ich kann dann, wenn es gewünscht wird,
im Vorstand noch weiterwirken, für die übergeordneten Sachen zur Verfügung stehen, also im großen Sinne finanziellen Sachen, Personalentscheidungen mitberaten und im Verein dann auch ja, meine Erfahrungen einbringen. Ja, was wird zu tun sein? Langweilig werde ich es nicht haben, Langeweile werde ich nicht kennen. Ich habe noch einiges vor, besonders auch mit meiner Frau. Wir wollen noch gute Dinge tun, interessante Sachen machen, reisen. Ich segle gern. Hochsegeln ist mein Hobby, Hochseesegeln. Zurückblickend kann ich sagen, dass ich total dankbar bin für die über 40 Jahre, in denen ich mich gerade auch als Christ von Gott geführt und bewahrt gefühlt habe. Und dass wir trotz aller Schwierigkeiten und trotz aller Situationen, wo wir am Ende waren oder wir meinten, wir wären am Ende, weitergemacht haben, Mut gekriegt haben, Zuspruch gekriegt haben von Menschen, von Freunden, von teilweise Therapieteilnehmern. Ich kann sagen, danke, dass das so gelaufen ist und ich wünsche und hoffe, dass die nächsten Jahre auch so erfolgreich, so spannend und so ja, gesegnet sein werden. Ich wünsche meinen Nachfolgern wirklich alles Gute und Gottes reichen Segen.